Fange ich doch zuerst mit dir an. Ich brauche bei der anderen noch eine Widerstände und einen Kondensator. Deswegen, das brauche ich bei der nicht. Zumindest habe ich da den Widerstand schon. Und auch die LED, werde ich das auf LED wechseln. Deswegen habe ich diese, Jetzt schon es gehört, ist ne? die 1042 655 von der ÖBB. Auch von der Kleinbahn. Wir müssen sie nochmal reinigen. Ja. Der Vorschlag ist jetzt einmal, den ich da bekommen habe, den Umschalter für den Oberleitungsbetrieb ausbauen. Das heißt, das ist der Teil da, der geht ja auch dann nach unten. Und den werden wir jetzt da einmal ausbauen. Kleinbahn hat ja eigentlich, glaube ich, schon lange das gehabt, dass mit der Oberleitung dadurch zwei, wo habe ich den Blinker hingetan, weil da sieht ja auch jede Menge Dreck, zwei Loks gleichzeitig fahren haben können. Eine eben mit Stromverbindung über einiges reinigen. Stromverbindung über die Schienen und die anderen eben die Verbindung über die Oberleitung, die man halt dann machen hat müssen. Im Prinzip müsste man das ja nur, sehe ich schon, da mal ausklinken. Oder der Schraubenzieher. Passt. Dann kommen wir zu dem Teil da und können eigentlich schön alles entfernen. Roten Draht noch. So, jetzt haben wir das untere da mal weg. Der rote gehört sowieso weg. Passt. Den tun wir mal raus. So, jetzt haben wir das einmal das zur Oberleitung gekappt. Danach die Motorleitungen auf den orangen Anschluss von Decoder jetzt natürlich. Gell? Lämpchen werden wir mal auch abzwicken. Das Lämpchen wird jetzt dann auch anders. Geht auch nicht mehr da drüber. Passt. Das heißt, wir müssen das mit dem roten vom Decoder verbinden. Ist auch wieder der MX600 von Zimo. Da brauchen wir jetzt den roten. So. Bei diesen ganz kleinen hat der ein bisschen Schwierigkeiten, aber wir probieren es nochmal. So, nicht zu viel. Jawohl. Also die zwei müssen wir jetzt dann verbinden da. Da werden wir noch ein bisschen wegnehmen, damit man es leichter tun. Da geht was nicht. Die zwei gehören verbunden. Kleine Veränderung. Also ich habe jetzt da gelernt, dass erlernte Erfahrung, sagen wir mal so, ist besser gesagt, die Erfahrung gemacht, dass es mit dem gescheiter ist, mit diese Krokodilklammern jetzt das in dem Sinn hineingesteckt in den Styrodur.
als statt dies, wo ist das andere Gerät, als dieses Gerät, weil das bewegt sich immer wieder ein bisschen. Da ist man wirklich recht gut steif und das bleibt. So, jetzt haben wir es erledigt. Ihr seht, mit dem Draht kommen wir zum Schwarzen von der Schleife, also von der Stromabnehmer an den Reifen. Und mit dem Draht gehen wir zu dem Motor. Den haben wir dann direkt dann angelötet. Beim Motor haben wir da nicht die gelben genommen. Habe jetzt nur schwarze Kabeln gehabt, also habe ich die verwendet. Und ja, damit ist jetzt die linke Seite auch befestigt. Jetzt kommen wir zu den Lämpchen. Was muss man da machen? Laut dem Michael, der mir das eben erklärt hat, müssen wir jetzt die zwei Sockel verbinden von den Lämpchen. Ja. Ihr seht, jede Menge Kabel. Was habe ich noch machen müssen? Im Motor habe ich abbauen müssen, weil der war irgendwie zu hoch. Ich bin zwar jetzt nicht ganz genau drauf gekommen, was jetzt das Problem war, vielleicht war er hinten irgendwo aufgestanden. Jedenfalls ist das Zahnrad, so wie da, nicht an die Antriebswelle gekommen. Jetzt habe ich den, das zeige ich aber euch, wie ich das runterkriegt habe. Ich habe da, man muss da hin und runter drücken. So gut, ein bisschen. Und dann kann man diese Klammer lösen, die den Motor haltet. Passt, ich mache es deswegen, weil ich da vergessen habe, jetzt die Kabeln durchzuziehen. So, gut. Und wenn das jetzt herunten ist, dann könnte man jetzt den Motor rausnehmen und eben wieder reintun. Ich zeige es jetzt da euch, dass ich da unterhalb jetzt einmal das Kabel da reingib. Unter das da. Und auch, warte mal, ein Kabel von das Kabel da. Das kommt hinter zum Lämpchen. Und das gelbe Kabel. Das kommt auch noch nach hinten. Das tun wir auch auf der anderen Seite da durchfädeln. So. Dann haben wir da einmal den dann haben wir das auch ein bisschen gehalten. Und wenn wir das haben, einfach wieder sozusagen. Moment, da muss man aufpassen, dass das da nicht jetzt abreißt. Machen wir jetzt ein bisschen länger da. Und da runter. Verlängerung kommt darauf. So, vorsichtig. So, ja. Passt. Und pack und runterdrücken, pack. So, jetzt haben wir da die Kabeln einerseits gehalten, ne? Auch die Kabeln fürs Lämpchen. Ja, und jetzt müssen wir nur mehr da wieder das Zahnrad einsetzen. Das ist auch nicht schwierig. Muss ich nur ein bisschen umdrehen. Wo ist das Zahnrädchen? Da. Das müsst ihr zuerst wieder einsetzen. Aber das muss ja auch hinter das Rad. Und dann erst die Schraube rein. Ihr müsst halt herausfinden, oder wir schauen, dass ihr das eben das Loch findet, das durchgehende Loch. Wartet mal, das wäre aber jetzt mit was probieren, weil der ist recht dünn. Und der da durch. Ups, da ist was anderes drauf. Nein, das ist nicht der dünne. Schauen wir mal an denen. Das ist der dünne. Bis man okay, das sehe ich schon, passt. So,
dann das in die Schraube schauen, dass ihr die durchbekommt. Auf der Seite ist er, glaube ich, so, dass er nicht durchgeht, ohne dass man ihn schraubt. Oder doch? So. Auf der anderen Seite kommt jetzt eine Mutter drauf, die ihr am besten mit einem mit einer Pinzette drauflegt. Drauf legt, ja, dann mit dem richtigen Werkzeug einmal festschraubt. Soweit ihr könnt oder soweit es geht, und dann entgegenhalten, von der Seite noch ein bisschen nachschrauben, nicht viel, so passt. Ja, und jetzt kann man sehen, dass der Antrieb das Zahnrad bewegt, also das haut jetzt wieder hin. Gut. Auch das war auch ein Grund, warum die Lok irgendwie jetzt nach der Digitalisierung nicht mehr so richtig gegangen ist. Zumindest auf der Rocco-Strecke. Ja, die Kabeln haben wir jetzt da durch, damit wir dann das Lämpchen anschließen können. Da kommt noch die Woche eine Halterung. Plastikhalterung, damit ich das dann auch befestigen kann, sowie ein Kleber, der auch auf Metall klebt und auf Plastik. Auch die Lichter leuchten. Das zeige ich euch dann, wenn die Bahn fährt. Ich habe es jetzt nur ausprobiert. Ich zeige jetzt, was habe ich gemacht. Ich habe hinten und vorne eben 3 mm LEDs eingebaut. Das heißt, vom Kabel, das vom Decoder kommt ein Widerstand von ungefähr 5K hinein. Also empfohlen wurde mir 4,7. Habe jetzt nur 5K da raus gehabt. Jetzt habe ich die 5K verwendet und funktioniert einwandfrei. Wenn du stärker rein tust, wird das Licht immer schwächer. Wobei bei 5K, wo ich gesehen habe, ist es noch sehr, sehr stark. Also ist da jetzt nicht das Problem. Ja. Auf der anderen Seite kommt das Kabel, das die zweite Verbindung hat. Was ich jetzt aber eben bei der Kleinbahn gemacht habe, weil die haben ja so eine, ich zeige es euch einmal, ich zeige es am besten mit so einem, gebe das auf die Zange. Die haben ja so eine Halterung für das Lämpchen, was drin ist. Und diese Halterung, mit der hast du nichts anfangen können. Deswegen habe ich mir eben zu der 3 mm LED auch sowas, ich zeig das auch her, bestellt für 3 mm LED. Ihr seht diese, die ist da unterhalb. Ich hoffe, das kann das sehen. Ja, gut. Und ich habe das mit einem Tropfen Industriekleber, aber auch mit so einem Klebeband mit einem schmalen Streifen einmal festgeklebt, bis das haltet. Und das haltet jetzt. Die Lichtprobe hat funktioniert. Wir müssen jetzt den Lok nur noch zusammenbauen. Und dann gibt es noch die Schlussprobe, wegen ob fahren. Fahren tut sie auch eigentlich, aber eben wegen dem Gewicht hat es jetzt nicht so gut funktioniert.
Ja, und dann hätten wir eigentlich es geschafft, diese Kleinbandlok eben ja, zu digitalisieren, und es funktionieren beide Motoren, es funktioniert auch beide Lichter, je nachdem in welche Fahrtrichtung man fährt, das Licht leuchtet, so soll es ja auch sein. Rückwärtslicht rot gibt es nicht bei dieser Bahn oder halt bei dieser Lok. Ja, ich bin sehr froh und happy, dass ich das geschafft habe. Es war meine erste Digitalisierung einer Lok und es hat recht gut geklappt. Jetzt nochmal zum Mithören. Der orange Kabel ist für die rechte Seite des Motors. Das heißt, bei mir geht da hier, wenn ihr es vielleicht sehen könnt, daher zu diesem gelben Kabel. Und dieser gelbe Kabel verbindet jetzt den Motor da vorne und da hinten auf der rechten Seite. Der graue Kabel, das graue Kabel, das ist das da, geht auf die linke Seite. In meinem Fall habe ich dann das schwarz genommen, weil ich das zu Hause gehabt habe. Und das geht zur linken Seite vom Motor. Dann haben wir das weiße Kabel. Das weiße Kabel geht eben zur LED, die ich eingebaut habe. Wobei hier, wenn ihr das eben seht, unter dieser dicken Röhre, ist ein 5K Widerstand mit eingelötet, weil sonst da die LED zu hell ist. Das blaue Kabel ist jetzt für das Licht der gemeinsame Pluspol. Das heißt, warte mal, der blaue Kabel geht dann da zu diesem schwarzen. Und das heißt, von da geht er einerseits einmal hierher zur Lampe, andererseits eben hierher zur Lampe. Dann haben wir noch das rote Kabel. Das rote Kabel kommt an die Schiene oder die Schienenabnehmer auf der linken Seite. Das heißt, in meinem Fall ist das jetzt das blaue Kabel, wie ihr sehen könnt, das eben in diesem Fall darunter geht und zu den Schienenabnehmer geht. Und das schwarze Kabel vom Decoder jetzt da, das geht eben wieder, da habe ich wieder ein Doppelkabel verwendet, ein schwarzes Kabel verwendet, das geht eben auf diese Seite, auf die rechte Seite, auf den Schienenabnehmer. Damit ist im Allgemeinen, also das Licht hinten, da kommt der gelbe Kabel. Das Licht hinten wird mit dem gelben Kabel auch wieder mit einer 5K Widerstand eben verbunden, damit die LED geht. Was überbleibt, ist eben dieser braune und dieser grüne Kabel. Der ist für weitere Funktionen vorgesehen, was in meiner Lok jetzt nichts nützt. Aber man könnte damit noch eben, wenn eine Lok eben Kabinenlicht oder sowas hat, das damit noch schalten. Ja, ich hoffe, trotz des Kabelgewirrs da, dass ihr das trotzdem jetzt so halbwegs verstanden habt und gesehen habt, wie ihr vorgehen müsst. Es ist nicht wirklich schwierig, wenn man mal verstanden hat. Und ja, so passt es dann, dass die Lok auch Ja, funktioniert, die das Lichter funktionieren. Gehäuse habe ich jetzt einmal aufgekriegt. Jetzt werden wir das Ganze da mal befestigen, anschrauben. Okay, nicht irgendwie durch. Also jetzt nicht ganz verstehe. So, jawohl. Weil das Loch war eigentlich frei. Passt. Naja, jetzt kommt die Probe, ob es erkannt wird, ob es programmiert wird.
sehen und könnt, ob sie fährt. Es leuchtet gleichzeitig auch ein bisschen da in den Führerstand hinein, weil die LED so stark ist. Ändere ich die Richtung. Warte. Ändere ich die Richtung. Dann schaltet sie da aus, aber eben bei der anderen Seite wieder ein. Sie fährt auch, das zeige ich euch jetzt da. Wenn ich genug Gas drauf habe, wäre es super. Ich habe überhaupt kaum Schwierigkeiten. Es gibt ein paar Stellen, wo ich noch schauen muss, wo der Kontakt scheinbar nicht so klappt. Aber ihr seht, sie läuft ja einwandfrei. Eine Steinbahnblock auf einer Rocco-Anlage. Was das Licht noch betrifft, das ist auch so, dass ich nicht nur eben, in welche Richtung, wir haben gesagt, wenn ich die Richtung wechsle, wechselt das Licht auch, aber ich kann das Licht ein- und ausschalten extra. Das ist mir durch den Decoder möglich. Auch das ist geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Persönlich habe ich jetzt, glaube ich, habe ich gesucht, weiß ich jetzt nicht auf YouTube, aber ich habe jetzt nicht wirklich, glaube ich, etwas gefunden, wie man eine Kleinbahn-Lok eben digitalisiert. Ich hoffe, ich kann den einen oder anderen helfen, sich da auch drüber zu trauen. Ich habe halt in einem Forum eigentlich nachgefragt, da ist mir sehr viel geholfen worden und habe danach eben sozusagen die Lok digitalisiert. Es kommt jetzt dann noch eine andere Lok, die ich digitalisieren werde von Kleinbahn. Das ist dann diese Verschublok da. Die Leute, da brauche ich eine Brille. 2287104 von der ÖBB. Da wird es wieder ein bisschen anders sein, weil die hat rot und weiß. Ich zeige euch die Platine. Da muss ich auf einer Platine einiges ändern, damit die eben auch digitalisiert ist und dann auf der Rokobahn fährt mit der Z21. Aber ihr habt gesehen, ich habe es geschafft, es funktioniert und es freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Danke dafür. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Und ja, viel Spaß auch bei den anderen Videos von mir und schaut immer wieder mal vorbei.